Es fehlt auch Sigma. Und er hat da auch in seinem Werkzeugkasten ordentlich nachgelegt. Der tolle Durchstecker, wunderschön gemacht von Nunez. Er hat was vor heute, der hat richtig Bock. Natürlich auch, weil er eben sich das sehr zu Herzen genommen hat letztes Jahr. Und das war ein schönes Pick and Roll. Und stellt sich goldrichtig hin und nimmt ihn mit der Mitte der Brust auf. Trevian Williams, Eurostepping all the way. Ja, hallo mit dem Drive gegen Brown, der durchsteckt. Ist nichts draus geworden, Luis Solini. Und deswegen der gebürtige Hamburger für ein paar weitere Jahre in Berlin. Nach unten gehen werden. Und das ist Nunez, weil er deutlich größer ist. Und dann natürlich da Minimum ein Foul rausholt. Findet dann Dakota Mathias in der Ecke, kriegt aber keinen Wurf los. Jetzt kommt die Hilfe gegen Jalo, der Spin-Move. Schon nochmal abgelegt. Da kommt das. Matt Thomas, der bei Panathinaikos nicht wirklich glücklich wurde, gibt den Ball tief zu JT, der Panathinaikos nur als Schütze eingesetzt und auch dann im Endeffekt fast nur in der Euroleague wegen der Ausländerbestimmung. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Dann im Team von Isi Gonzalez. Bisschen unsauberes Abspiel und dann ist der Stil da bei den Ullmann. Point Center, Trevian Williams. Gegen die Bayern, als es Serge Ibaka so sehr gemacht hat. Matisek zuckt. Kriegt vielleicht nochmal den Handoff. Nein. Die sehr, sehr schnell zustande gekommen sind. Bean hat sich beim Dreier extrem in seiner Karriere verbessert von knapp 17. Sterling Brown ist also wieder mit dabei. Mal sehen, wie ihn diese Verletzung an der Nase behindert. Das ist Thiemann. Muss den nehmen. Der Berliner abwehren. Von ihm muss auch wieder was kommen. Matisek wieder schön durchgesteckt. Spaniolo. Thiemann lässt die leichten Punkte liegen. Olindi vom Ring geblockt. Matteo Spaniolo. Der Short Roll für Kreis. Von vorn. Spaniolo. In der Mitte wird zugemacht. Das ist gut. Der schöne Roll von. Perfekt für die Ulmer. Und das war so die erste kleinere Entscheidung, wo man sagt, naja, bei den Raps, das hätte man vielleicht anders machen können. Sterling Brown. Jorginho bleibt dran, aber dann eben unterm Korb, Samar, da hatte er. Justin Bean für Matisek. Dakota Mathias markiert ihn sehr, sehr eng. Matt Thomas, natürlich, den nimmt er sich zu kurz. Spaniolo mit dem Offensiv-Rebound und auch der schaut schon rein und springt wieder raus. Die Berliner lassen Chancen. Hallo in Serie. Letzte Minute, das ist Spaniolo. Da ist noch nichts Tutto Bene heute und das ist...